Jo Leute, zurück bei Starbound und wir gehen mal wieder auf den Planeten. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt beim letzten Mal gemacht habe. Ich bin gerade einfach so komplett random ins Spiel rein. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch finden. Hier sind auf jeden Fall noch Monster. Oh, shit, geht weg. Die hätten wir. Das hier haben wir scheinbar schon. Aber hier sind noch Lampen. Na komm, her damit. Danke. Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre oder eher so räuspern muss, aber ich habe leichte Halsschmerzen. Kohle nehmen wir mit. Ich würde mal sagen, wir beamen uns mal kurz rauf und dann laden wir erstmal Sachen ab, die wir jetzt nicht brauchen. Einrichtungsgegenstände zum Beispiel. Computer kann weg. Schreibtisch kann weg. Truhe kann weg. Das kann auch weg. Die nicht? Oder? Nee, die kann weg. Die Farbe kann sowieso weg. Und die kann ich mal löschen. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Den Amboss behalten wir. Hier den Scheiß kann man auch wegpacken. Braucht man nicht. Na, den Tisch behalten wir. Haben wir noch was? Glas und Holz können wir behalten. Wir könnten mal gucken. Also als erstes würde ich sagen Bandagen. Ach, ich habe hier ja auch noch Zeug. Ach komm, scheiß drauf, das können wir wegtun. Das können wir... Ach, hier sind sie. Ja, So, und was wollte ich machen? Genau, ich wollte bauen. Dafür brauchen wir ein Crafting Table. Und ich wollte gucken, was brauchen wir für ein Campfeuer. Okay. Campfeuer. So, dann setzen wir uns mal so die Grundsachen hier hin. Übrigens könnten wir uns mal noch ein Campfeuer erstellen. Einfach weil wir darauf dann oder damit dann kochen können. So, und hier packe ich mal die Sachen rein zum Schmilzen. Einmal Fleisch, danke. Den Dreck kann ich erstmal beiseite tun. Und ihr seht, wir haben ganz schön Hunger. Das hätten wir. Holen wir uns das noch. Und dann ist auch schon das Holz dran, weil wir natürlich Kohle brauchen, um von dem Planeten wegzukommen. Nicht, doch, wartet mal, Fuel können wir ruhig mal einfüllen. Ich würde den Planeten gerne Set Home machen. Ach, bringt ja gar nichts, wenn ich jetzt schon suche. Wir haben ja noch gar nichts. Sollen wir derweil mal ein bisschen... Ah komm, wir gehen in der Zeit mal ein bisschen auf den Planeten. Und guck mal, ob wir hier nicht noch was Feines finden. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht noch ein bisschen Stein oder so abarbeiten sollten. Ah komm, was soll's. Wir bauen einfach mal ein bisschen Stein ab. Ich meine, wir wollten ja auch, soweit ich weiß, ein Steinhaus bauen. Also wäre das wahrscheinlich ganz praktisch. Finden wir auch direkt noch ein bisschen Eisen. Oh, hier geht's gleich weiter runter. Gucken wir doch mal. Na komm, geht doch. Ich habe übrigens eben Pain and Gain geguckt. Den Film kennt der ein oder andere bestimmt mit The Rock. Und ich muss sagen, der Film ist richtig klasse.
Also, doch, ich würde auf jeden Fall sagen, den kann man sich öfters auch mal angucken. Ich fand den ganz lustig. Also kann ich auch nur empfehlen an dieser Stelle. Sollte man vielleicht mal reingucken. Also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ein Blick wert, gerade weil es auch nach so einer echten Geschichte ist. So ein Scheiß, hier ist doch gar nichts. Weil es halt nach einer echten Geschichte ist. Und gerade solche Filme sind irgendwie, finde ich, immer ganz lustig. Oder was heißt ganz lustig? Die sind immer ganz cool anzugucken, wenn dann halt, wenn man weiß, okay, das ist jetzt in echt passiert, ganz krass. Die lassen noch nie Fleisch droppen, das ist doch scheiße. Eigentlich müsste ich mir mal einen Bogen bauen, aber naja, who cares? Technik fände ich auch mal ganz cool eigentlich. Wenn wir so ein bisschen Technik finden. Wenn du scheiß Vogel, verpiss dich. Ich will gar nicht wissen, was der kann. Alles. Weg ist er. Geht doch. Das ist echt das Gute an diesen Vögeln. Die hauen relativ schnell wieder von einem ab. Ich muss mal eben. Okay, ich habe nur kurz was geguckt und übrigens beim letzten Mal ist genau an dieser Stelle auch wieder ein Meteorschauer gewesen. Also, hier geht echt die Action. Ich muss ja fast aufpassen. Obwohl ich in einem Gebäude bin. Oh, jetzt muss ich, glaube ich, aufpassen. Alter. Also diese Meteoriten sind hier scheinbar sehr häufig. Ich überlege gerade, ob ich dann wirklich mein Haus hier hinhaben will. Boah, wie weit das ausgebreitet war. Ich meine, überlegt euch das mal, ey. Da musst du ja, im Grunde musst du dir deine Schutzkuppel um dein Haus bauen. Boah, ich glaube, das mache ich auch. Dann wehrt diese Schutzkuppel halt so ein bisschen diese Meteorscheiße ab und den Säureregen. Das wäre eigentlich voll gut. Ich meine, Säureregen geht, glaube ich, nicht durch Gebäude. Aber trotzdem, ich meine, hallo? Hat doch schon gereicht, dass jetzt da das Haus komplett in den Arsch gegangen ist. Ich hätte eigentlich auch gerne einen Planeten, wo Leute drauf sind. Also irgendwie Leute, die, ja, keine Ahnung, so ein Dorf oder sowas. Das fände ich eigentlich ganz geil. Und dann daneben unser Haus. Das wäre doch schön. Bisschen happy friends und so eine Scheiße, ihr wisst. Okay, das Holz ist wahrscheinlich schon fertig. Ich geh mal eben noch. Ah, du Made. Komm her. So. Und hätten wir. Perfekt. Die hier noch. Sorry, aber meine Stimme ist echt angeschlagen ein bisschen. Also entschuldigt das bitte, aber ich habe halt auch Bock gehabt aufzunehmen. Außerdem muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht so viel Material und dachte mir, ja komm, nimmst du lieber noch was auf. Da ja heute tatsächlich nichts kam, ich bin nicht dazu gekommen, ich hatte keine Zeit, die Tage hochzuladen. Dieser Zeitmangel momentan ist ein bisschen scheiße für das Regelmäßige. Aber, naja, ich meine, man wird es ja wohl mal überleben können. Ist hier irgendwas? Nö. Nur ein bisschen Geld, aber jetzt eigentlich nicht der Rede wert. 12 Pixel. Naja. Komm her, du Made. Okay, das läuft. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass ich schon mehr Parts habe. Ich habe jetzt gesehen, ich bin irgendwie bei Bioshock, habe ich schon bis Part
22 oder so aufgenommen. Und Starbound habe ich jetzt gerade erst irgendwie, ich glaube, Part 19, 20 irgendwie müsste das jetzt hier sein. Und ich fand das ganz interessant. Da unten ist eine Truhe. Ich fand das ganz interessant zu sehen, weil halt andere, die das Spiel Let's Playen und das wirklich noch nicht wirklich so wirklich, 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 mein Gott, die das wirklich noch nicht so lange spielen oder länger als ich spielen, schon viel mehr Parts haben. Also das hat mich echt überrascht, obwohl ich ja tatsächlich eigentlich, ja gut, ich meine, jetzt in der Zeit zu Silvester und so, da habe ich jetzt eigentlich nichts gebracht, beziehungsweise da habe ich nichts gebracht. Ich weiß auch nicht, das lag einfach daran, ich hatte keine wirkliche Lust, da was aufzunehmen, beziehungsweise da dann auch noch hochzuladen und alles, weil ich halt auch Besuch hatte und dann war ich eigentlich nie zu Hause. Das heißt, ich hätte zwar, eigentlich wäre das die perfekte Möglichkeit gewesen, einfach die ganze Zeit hochzuladen, aber das Problem war auch, ich hatte gar nicht so viel Material, das ich hätte hochladen können. Und da wäre es dann wieder so gewesen, dass ich hätte aufnehmen müssen. Und das wollte ich nicht und ja, mein Gott. Ey, oh, ich dachte gerade, ich wäre verpufft. Das hätte mich aufgeregt, aber ey, boah, ne. Manchmal kriegt man hier schon echt unnötige Tode rein. Das finde ich schon scheiße. Aber nun gut. Das ist Starbound und so mag man das Starbound ja auch meistens. So, perfekt. Und 25 Pixel. Ah, das ist auch. Ist doch nicht schlecht. 1218 sehe ich da gerade. Ey, du Made. Ich kann auch auf Fernkampf gehen. Also ich muss sagen, ist ziemlich wenig los auf dem Planeten. Ey. Die Viecher, die geben nie Fleisch, kann man sagen. Ne, wieder nicht. Ich hole mir mal die Kohle. Dann würde ich sagen, gehen wir mal aufs Raumschiff. Da liegt sogar noch Farbe. Scheiß auf die Farbe. Die brauche ich nur echt nicht. Und selbst wenn, dann hole ich mir die einfach, wenn ich wieder auf dem Planeten bin. So. Ab nach oben. Erstmal heilen hier. Was ist denn da los? Haben wir vielleicht doch Fleisch bekommen? Ja, eins. Okay, hä, wieso hat der das nicht weitergemacht? Macht der das nicht, wenn ich nicht auf dem Raumschiff bin? Das ging beim letzten Mal aber schon. Hm, komisch, komisch. Was ist das hier eigentlich? Blue Peter. Wie sagt man überhaupt? Peter? Pudel? Pudel. Pudel, ein blauer Pudel ist das wahrscheinlich. Boah, krass, gib mir mal mehr Kohle. Was ist denn da los? Ich meine, da kann ich eigentlich auffüllen. Ja, haben wir es doch. Bam. Ey, wir haben genug, um wegzufliegen. Ich würde sagen, dann machen wir das auch gleich noch. Gucken wir mal. Wir haben ja eh noch den Alpha-Sektor. Ich habe ja noch nicht freigeschaltet. Übrigens können wir... Hier ist ein Forest-Planet und hier sind auch noch recht viele andere Planeten in Umgebung. Na komm, nehmen wir den mal. Wir können übrigens, gerade Lex haben, was ist da denn los? Wir können übrigens dieses Event mit dem Pinguin-Endgegner-Typen da, können wir immer wieder machen. Das finde ich ganz praktisch, muss ich sagen. Also wir können immer wieder gegen diesen Pinguin antreten und uns somit dann dieses Teil holen, diesen Chip, den wir brauchen, um um in den anderen Sektor da zu kommen. Ich bin, soweit ich weiß, bin ich schon in den, was war das? Irgendwas mit C auf jeden Fall, also in den dritten Sektor gekommen. Aber da habe ich halt noch nicht wirklich was gemacht. Das war halt einfach nur, okay, ich kann da jetzt hin. Fertig, mehr war das nicht. Ich wollte gerade mal gucken. Ich könnte, theoretisch kann ich heute den Amboss jetzt hier hinstellen. Ich meine, schon okay so. Aber was herstellen können wir nicht.
Okay, dass wir die nicht herstellen, ist klar. Warum können wir die nicht herstellen? Ach so, da brauchen wir noch 3 Copper Bars. Okay, das ist irgendwie traurig gerade. Dann tue ich mal noch ein bisschen Sprit rein. Obwohl ich vielleicht... Ach Quatsch, nicht speichern. Geht doch gar nicht. Ich hätte vielleicht einen Teil behalten sollen. Aber okay, Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt die Aufnahme und dann melde ich mich gleich zurück in der nächsten, wo wir diesen Planeten erkunden. Bis dahin und haut rein.